Jo, moin Leute, wir sind zurück bei Super Secret Mario Chronicles. Ich habe keine Ahnung, warum ich immer Super Mario sagen will, aber es heißt Secret Mario Chronicles. Lecker, schön heißen Kakao dazu genommen. Ja, es handelt sich hierbei, für alle, die es noch nicht wissen, um einen Open Source Super Mario Klon, den man sich legal runterladen kann auf der Webseite unten in den Kommentaren. Und oh, ein Höhlenlevel. Sehr interessant. Ja, ich hoffe mal, dass diese Tonasynchronitäten in den letzten Folgen, leider gab es die leider, ich weiß. Und ich hoffe, dass ich die jetzt behoben habe oder behoben werden kann, dürfen, sollen, müssen. Ja, wisst schon, wie das ist. Weil der Grund liegt nämlich darin, dass, wenn ich das in Magix Video Deluxe 2007 rendere, meinem Schnittprogramm, dann wird das asynchron. Wenn ich das aber mit Ton in Windows Movie Maker rendere, Verzeihung. Windows Movie Maker rendere, dann wird das nicht asynchron. Warum auch immer, warum hier ein kostenloses Programm offensichtlich besser ist als. Das war dumm. Warum ein kostenloses Programm offensichtlich besser ist als ein Bezahlprogramm. Na gut, das Magix hat mich damals nur 30 Euro gekostet, über eBay oder so. Aber trotzdem, irgendwo eine Tonsynchronität muss auch ein einfaches Bezahlprogramm in meinen Augen beherrschen können. Das muss ein Programm nicht beherrschen, das war total dumm. Und wir versuchen. Was ist jetzt los mit meiner Zunge? Lecker, lecker Kakao. Kann ich nur empfehlen. Aber wir versuchen es gleich nochmal. Dieses wunderschöne Höhlenlevel. Ja, was habe ich heute noch gehört im Radio? Ich bin heute direkt mal mit dem Auto auf Arbeit gefahren. Das mache ich sonst selten. Wahrscheinlich vielleicht ein- oder zweimal im Jahr, was daran liegt, dass ich kein eigenes Auto habe. Und da habe ich heute Morgen auf meinem favorisierten Sender gehört, dass immer mehr Leute, sage ich mal, Niedriglohn, Empfänger sind. Ich glaube, Niedriglohn, das ist so, ich glaube, bei einem Brutto-Monatsgehalt von 1.800 oder 1.900 Euro, alles, was drunter ist, ist Niedriglohn. Ich glaube, das sind irgendwie, ja, das ist auch niedrig hier. Das war dumm. Ich glaube, Niedriglohn, das waren, ich glaube, irgendwie 9 Euro die Stunde, kann das sein? Jedenfalls ist das schon einiges und die Zahl ist, glaube ich, extrem in den letzten Jahren gewachsen. Jetzt sind es sind 2,3 Millionen Menschen hinzugekommen, die Niedriglohn empfangen und natürlich auch entsprechende Leute sind, die vielleicht auch ihr Budget durch Sozialhilfen aufstocken müssen, ganz einfach aus dem Grund, weil ihr Arbeitgeber nicht gut bezahlt, aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich liegt es daran, dass man lieber dem Vorstand oder irgendwelchen Aktionären einen Haufen Dividende ausschüttet, als dass man seine Mitarbeiter mal ordentlich bezahlt. Dann passiert nämlich sowas hier, man verreckt. Vielleicht sollte ich nicht über wichtige Themen reden und parallel spielen, aber es ist mir ein wichtiges Anliegen, darüber zu sprechen. Ja, also viele Unternehmen zahlen ja offensichtlich ihren Vorständen oder Aktionären mehr Geld oder sehen das als wichtiger an als ihren Mitarbeitern, wobei ich eigentlich der Meinung bin, die Mitarbeiter müssten eigentlich mehr kriegen, weil die schließlich ganz unten an der Basis die Kohle. Mein Gamepad spackt mal wieder rum. Wahrscheinlich soll ich gar nicht über dieses Thema reden. Ja, eigentlich müssten die Mitarbeiter mehr kriegen, weil die ja ganz unten an der Basis die Umsätze bringen und der Vorstand oben, sagen wir mal so, ganz ehrlich, nur sich seinen Arsch in der Vorstandsetage absetzt. Mein Gamepad laggt, das gefällt mir nicht. Jetzt offensichtlich nicht mehr, da mein Leben gekriegt, was wir jetzt gleich wieder verlieren. Call mit Ankündigung. Also, um zurück zum Thema zu kommen, ja, die Mitarbeiter müssten eigentlich das meiste Geld kriegen. Und nicht der Vorstand, das ist eigentlich in meinen Augen auch eine Krankheit von unserem Wirtschaftssystem, dass, Entschuldigung, dass man eigentlich nur für irgendwelche Aktionäre oder wie nennt man diese Typen oder Investoren arbeitet. Da muss unbedingt noch im nächsten Jahr nochmal 5 Milliarden Euro mehr Umsatz gemacht werden. Scheiß drauf, egal wie. Es muss halt einfach kommen und das fordern und die Aktionäre oder wer auch immer da sitzt. Und wenn die das halt nicht schaffen, dann sind gleich alle am Arsch. Dann wird der Vorstand entlassen und hast du nicht gesehen. Und nicht, dass man einfach mal. Das war jetzt wieder dumm. Nicht, dass man da einfach mal den Mitarbeitern ein bisschen mehr Geld gibt. Nö, da kriegt lieber der Vorstand nochmal 1 Million Euro mehr im Jahr oder sagen wir mal übertrieben gesagt in der Woche. Ja. Und immer mehr Leute müssen auch von Sozialhilfe bzw. sich ihren Gehalt aufstocken. Irgendwie klappt das jetzt hier heute nicht so ganz. Ja, ist ein wichtiges Thema.
Uiuiui. Sag ich einfach mal so, wie es ist. Also, wenn Leute sich zu ihrem Gehalt noch irgendwelche, ich sag mal, Wohngeld oder Hartz IV beantragen müssen, dann läuft mit Sicherheit irgendetwas falsch. Ist meine Meinung zu diesem Thema. Schreibt es unten in die Kommentare, wenn ihr anderer Meinung seid, aber ich glaube nicht, dass ihr das seid. Und ich bin auch der Meinung, dass selbst ein Berufseinsteiger ein Gehalt kriegen soll, mit dem er leben kann und nicht einfach irgendwie mit 800 Euro netto abgebügelt wird. Das ist nämlich auch eine Schweinerei. In meinen Augen. Was vielleicht daran liegt, dass ich davon auch betroffen bin. Gut, ich krieg 1,50 Euro mehr. Aber dennoch. Oh. Ist es relativ witzlos, mein Gehalt. Also jetzt nicht, ich meine, Berufseinsteiger sollen ja jetzt nicht gleich ein Vorstandsgehalt kriegen, aber ein bisschen was, wo man auch von leben kann, sollte schon sein. Und das geht halt mit einem Stundenlohn von, ich sag jetzt keine genauen Zahlen, halt nicht. Ja, also wie gesagt, immer weniger Leute können sozusagen von ihrem eigenen Geld leben, um das mal so zusammenzufassen. Und müssen dann letztendlich sterben. Na gut, sterben müssen wir alle. Vielleicht sollte ich mal zwischendrin irgendwas wie ein Safe State machen. Oder mir mal ein neues Gamepad kaufen. Ja. Das hat gerade ein bisschen gelaggt. Vielleicht habt ihr das gesehen. Ist nicht wahr. Ja, yeah, das war jetzt können. Ich speichere mal an der Stelle. Nein, speichern, habe ich gesagt. Was ist denn hier mit meinem Gamepad los? Ich gehe fest. Wisst ihr eigentlich, was dann der Witz an der Sache ist? Moment, ich trinke noch einen Schluck. Der Witz an der Sache ist nämlich, dass man dann als Diensthandy, sag ich mal, den man ja in meinem Beruf zweifelsohne, was man ja in meinem Beruf zweifelsohne braucht, kriegt man da ein Smartphone mit. Ja, mit Internettarif, wo ich mich ehrlich gesagt an den Kopf greife. Mein Gamepad laggt, das ist nicht lustig. Wo ich mich ehrlich gesagt an den Kopf greife, man ist nicht in der Lage, seine Mitarbeiter vernünftig zu bezahlen. Und dann kriegt man noch irgendwie ein Smartphone, auch noch ein sehr gutes in meinen Augen, also jetzt kein iPhone. Aber naja. Mal schauen, wie es weitergeht. Zumal die Bedingungen, wie das zustande gekommen ist, natürlich auch, ich sag mal, relativ fragwürdig sind. Wenn der. Ey, Alter. Wenn der Chef jedem rum erzählt, dass er eine Person gut findet, also sehr gut findet und unbedingt übernehmen will und dann nicht mal im Ansatz das zahlen will, was diese Person, ich sag mal, haben will und diese Person dann auch schon sehr niedrig eingestiegen ist vom Wunschgehalt in Aussicht der Person, dann läuft irgendwie was falsch. Ist jetzt nur meine Meinung, meine Privatmeinung, also wahrscheinlich kommen jetzt hier solche Argumente wie sei froh, dass du Arbeit hast und ja, bin ich natürlich trotzdem. Weil dieser Ausbildungsplatz zu diesem Beruf ich in diesem Unternehmen auch sehr, sehr kurzfristig, sagen wir mal, gekriegt habe. Jetzt mache ich hier ein. Ach, ich hatte doch ein Safe State vorhin gemacht. Ich bin doch blöd. Ich glaube, das liegt schon wieder weiter zurück, oder? Ich mache mal ein neues. Wo war ich stehen geblieben? Also den. Und ja, da kann man also trotzdem. Na, ja, da kann man trotzdem. Muss man natürlich dankbar sein. Auf jeden Fall bin ich auch, aber. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt. Von wegen übernommen zu werden. Aber gut, letztendlich, wenn ich mir einen Kumpel von mir anschaue, der hatte noch weniger. Der hatte irgendwie 600 Euro netto gehabt und musste sich das noch durch Provisionen. Hier unten gab es doch was, ne? Ja.
Ein Stern, den wir so gnadenlos nicht bekommen. Oh, das war gerade aber Skill, Leute. Das war Skill. Habt ihr das gesehen? Wo war ich stehen geblieben? Ja, ein Kumpel hat 600. Netto im Monat und muss sich das noch aufbessern durch Provision. Ja, das Unternehmen hat ihn ja nach der Probezeit dann gleich gekündigt, was natürlich auch in meinen Augen eine, ich sag mal, Schweinerei ist. Ich speichere, mach mal kurz ein Save State. Warum auch immer. Die coolen Hintergründe, genauen Hintergründe kenne ich natürlich nicht, sind eigentlich auch egal. Aber es hat halt ein Geschmäckle. Was ist denn das? Ach so, das soll ein Haus darstellen. Das fetzt ja. Geht's hier noch was? Nö. Geh mal ins Ziel. So, WN6. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Endgegner. Wir machen trotzdem mal weiter. Ja, so wie meine Meinung zu diesem Thema. Yeah, die Musik, die rockt ja richtig die Hütte ab. Kann ich dort runter? Ich glaube nie. Wobei solche Argumente wie sei froh, dass du Arbeit hast, sind in meinen Augen eigentlich nur total lächerlich und hirnrissig. So wie die Aktion hier. Weil was nützt mir Arbeit, wenn ich trotzdem noch mir irgendwelche Sozialhilfen nehmen muss, um mit dem Geld zu überleben? Denk da mal drüber nach. Da läuft dann irgendwas schief, gell, in diesem Wirtschaftssystem. Wie gesagt, wenn ich sehe, dass irgendwelche Vorstände ständig Hunderttausende oder Millionen, da oben gibt's was, wie auch immer man da hochkommt, Hunderttausend oder Millionen von Euro an Gehalt kriegt, in meinen Augen eigentlich total ungerechtfertigt, und die Mitarbeiter da mit einem Hungerlohn nach Hause gehen müssen, da frage ich mich schon. Eigentlich müsste man, ich sag mal, müssten die Vorstandsgehälter von den Arbeitnehmern bestimmt werden, dass dann immer so eine dass man dann immer, ich sag mal, die Arbeitnehmer in einer Art Abstimmung entscheiden dann. Ich glaube, das Urteil, das könnte, glaube ich, immer eindeutig ausfallen. Ich glaube, die sind dann immer dagegen. Ist jedenfalls meine Meinung. Würde ich. Ein Leben haben wir da wieder. Ja, und die Schweiz, die hatten ja jüngst eine Umfrage gehabt, ob man den Mindesturlaub von 4 auf 6 Wochen erhöhen will, wurde abgelehnt aus, in meinen Augen natürlich, verständlichen Gründen, weil natürlich auch vieles dran hängt, wenn plötzlich 2 Wochen mehr Urlaub ist. Ich denke, die wirtschaftlichen Folgen kann sich jeder selbst ausmalen. So, abspeichern. Ich glaube, in Deutschland wäre diese Abstimmung komplett anders ausgegangen. Da wären wahrscheinlich alle dafür gewesen, mehr Urlaub zu haben. Aber die Folgen muss, mit den Folgen muss man sich klar werden. Mehr Urlaub heißt ja auch, dass die Arbeit, ich sag mal, och meine Güte, wir verpulvern hier unsere Leben, das ist unfassbar. Mehr Arbeit, also mehr Urlaub heißt ja auch, dass die Arbeit, ich sag mal, liegen bleibt. Und so gesehen nützt das auch den Leuten nichts, denn das kommt wieder nur den... Das kommt wieder nur den reichen Leuten zugute, die überhaupt das Geld haben, in Urlaub zu fahren. Also, wie viele Urlaubstage habe ich? Ich habe, glaube ich... Ich habe 6 Wochen. Ich kann 6 Wochen Urlaub. Oder? 26? Durch 5? Sind 5? Naja, nicht ganz 5 Wochen. Aber wie gesagt, dazu muss man auch erstmal das Geld haben, in Urlaub zu fahren oder zu fliegen. Kanada wäre mal schön, aber ich glaube, das ist in den nächsten 10 Jahren nicht im Budget. Muss ich jetzt hier runter? Das ist, glaube ich, in den nächsten 10 Jahren nicht im Budget, wenn überhaupt. Also um es klar zu machen, ich will jetzt kein Mitleid von euch oder sowas, ich will nur einfach sagen, dass es vielen Leuten so geht.
Und die Wirtschaft ist, glaube ich, auch gar nicht gewillt, da irgendwas dagegen zu tun. Die Frau Merkel, die labert immer nur hier von wegen, ja, und hast du nicht gesehen, aber dass man irgendwie mal wirklich mal was macht. Denn diese Umfragen zum Thema hier Mindestlohn einführen in Deutschland, wenn der Mindestlohn so niedrig bleibt, dann hätte ich nichts gekonnt, dann würde ich davon nicht profitieren. Und das wäre sehr blöd. Also, ich würde schon gern davon profitieren, vom Mindestlohn. Aber das geht halt mit diesen niedrigen Sätzen. Und das Schlimme ist natürlich, im Osten gibt es wieder weniger. Ich finde, das ist eigentlich Unschweinerei. Dass im Osten, der Osten hängt immer zurück. Und das ist auch beim Mindestlohn so, auch wenn es da nur irgendwie, ich sag mal, 50 Cent sind, aber rechnet das mal auf eine 40-Stunden-Woche hoch. Irgendwie mag ich dieses Level nicht. Ja, wieder speichern hier. Also wie gesagt, denkt man drüber nach. Dann ist das natürlich auch so, dass die Preise steigen ja auch immer. Also du kannst eigentlich, also wenn man früher 1000 Eu Mark hatte, die waren ja auch noch 1000 Mark wert. Und was sind heute 2000 Euro wert? Ein Witz, nix, kannst du vergessen. Auch wenn viele sagen, der Euro wäre ein Teuro, gibt es aber auch Beweise, es wäre nicht so. Viele Preise sollen angeblich gesunken sein, also ich weiß nie. Oh, was ist denn das mit deinem Gamepad hier? Das kotzt mich an. Ja, also um mal ein Beispiel zu bringen, mein Dönermensch in meiner Stammdönerbude hat letztes Jahr das erste Mal in 9 Jahren die Preise erhöht von 2,50 auf 3 Euro. Da sag ich ja nix dagegen. Wie soll ich dort hochkommen? Ach so. Speichern, sonst kriege ich ja noch einen Rappel. Dort unten gab es irgendwelche Münzen. Keine Ahnung, wie man dorthin kommt. Also viele Preise sind ja auch gesunken, auch wenn man es nicht so offensichtlich sieht, aber wie gesagt, 1000 Euro waren früher auch noch, nee, 1000 Mark waren früher auch noch 1000 Mark wert, nicht? Ich denke, da brauchen wir jetzt nicht zu diskutieren darüber. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich da jetzt die Stelle machen soll. Vielleicht sollte ich hier erstmal antäuschen, dass das Vieh vorbei fliegt. Och, das ist doch eine dreckige. Ja, so viel zu diesem Thema. Dann ist natürlich der Aufschwung. Wenn dann viele Leute sagen, ja, Aufschwung und hast du nicht gesehen. Och, meine Güte, ich habe nach rechts gedrückt, du verdammte Gamepad. Wenn dann viele sagen Aufschwung, ja, auf wessen Kosten funktioniert denn der Aufschwung? Guckt euch das doch mal an, die Leute bei Schlecker, die sind jetzt sozusagen am Arsch. Die können auch nichts dafür, über diese Fehlpolitik. Und das ist auch immer mit das Schlimmste, wenn es nie läuft, dann werden die Leute entlassen, die Mitarbeiter. Aber nicht, dass man einfach mal guckt, woran das liegt, dass es nicht läuft. Muss ich dort links entlang? Oh. Ich hasse dieses Level jetzt schon. Wir failen mal so richtig hier. Okay, ich laber jetzt nicht. Ich versuche mich hier drauf zu konzentrieren. Das sind diese Viecher, die hier so abnerven. Oh. In 20 Minuten geht diese Folge hier. Wahnsinn. Also nicht ganz, vielleicht 19 Minuten und 30. Je nachdem, was ich am Anfang rausschneide. Ich werde närrisch, werde ich. Sprung. So. Ach so, passt das. Was ist hier rechts?
Ach, hier muss ich lang. Na gut. Oder auch nicht, ja. Speichere erstmal, auch wenn das vielleicht ein Fehler war, das in dem gleichen Slot zu speichern wie vorhin. Ach, jetzt komme ich hier unten lang. Aber was bringt mir das jetzt? Nix. Cool. Also könnte man sagen, das war total sinnlos, das zu machen. Und wir müssen jetzt irgendwie dort rechts wieder rüber. Da. Super, auch noch ein Blind Jump. Da weißt du wieder nie, wo du landest. Speichern. Das ist das Wichtigste in diesem Spiel. Speichern, speichern, speichern. Hui, das war Glück. Und jetzt dort hoch. Das war dumm. Ich glaube, ich komme da rechts ohne weiteres gar nicht hoch. Kann das sein? Kurzer Sprung? Nein. Wenn man hier wenigstens mal einen Pilz hätte, das wäre schon, würde die Sache enorm vereinfachen. Jetzt muss ich in der Mitte ungefähr landen. Leck mich doch am allerwertesten. Irgendwie sind wir jetzt erstmal hier auf der Plattform. Jetzt rennen die, glaube ich, gleich los. Ich komme dort gar nicht hoch. Oder wie sehe ich das falsch? Ich speichere erstmal an der Stelle wieder. Ich muss dort rechts hoch, ist meine Auffassung. Aber irgendwie scheint das gar nicht zu klappen. Oh, es hat doch geklappt. Uiuiuiui, endlich. Da man es aber angestellt wie so ein Angestellter. Puh. Oh, dort oben. Ich hoffe, ich muss da nicht lang. Och nö, noch mehr von diesen Viechern. Nur, hier muss aber ein Pilz drin sein. Ja, danke. Nein. Danke. Und schon wieder verloren. Heißt das. Dumm. Wie muss ich jetzt dort hoch? Geht gar nicht. Kann ich die Viecher irgendwie mit dem besiegen? Nee, das ging nicht, ne? Leute, ist nicht wahr. Die Musik ist schon mal... Ja, die Musik jetzt nicht so gerade, aber ansonsten... Doch, ist das doch... Ich glaube, das war falsch. Ach, egal. Ich nehme den Spielstand jetzt einfach. Ich vermute mal, ich muss hier hoch und dann anschließend sterben. Jo, geil, so läuft das. Ich finde es bloß schade, dass es den Punktezähler so zerhackt hat. Sonst wäre das Spiel um einiges spannender, weil wir müssen 3000 Punkte haben, um zu speichern. Zack, bam! So, jetzt. Ich werde mir den Pil... Ich werde mir dieses Ding hier mal mitnehmen. Oder auch nicht. Nein!
Na los, komm ran auf den Mäler, du Stachelvieh. Oder auch nicht. Ah, ja, ja, der muss sich jetzt zurückziehen. Aber jetzt immer noch nicht. Ah, ich glaube, das ist jetzt... Oder das könnte klappen. Ich versuche das so, dass es hier runterfällt. Los, weiter. Ja. Dann haben wir einen kleinen Vorteil. Wir haben zwar unseren Pilz eingebüßt, aber... Hier muss jetzt das Ziel sein, sonst raste ich aus. Offensichtlich nicht. Ah. Oh! Nein! Uiuiui. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall dort hoch. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Ach nee, da war ich ja vorhin schon. Uaiaiai, leck mich doch am. Ich weiß, man soll nicht fluchen, von daher entschuldige ich mich, aber das regt mich jetzt ja schon auf. Das war der falsche Safe-State auch noch. Ich habe mich ja ein bisschen in Rage gesprochen mit irgendwelchen wirtschaftlichen Themen. Uiuiui. Och, geh mir doch nicht auf den Ei, auf die Eier. Auf den Eier. Ja, wir brauchen Eier. So. Jetzt ist es 18.45 Uhr gleich und ich nehme schon. So, gleich speichern oder ich raste aus, ja. Ja. Die Musik passt zu diesem Level auch überhaupt nicht, ist meine Meinung. Oh, ist nicht wahr. Und jetzt? Ach so, da kommt so eine Plattform, die ich gerade so gekriegt habe. Hoffentlich ist ja noch ein Pilz drin. Den nehme ich noch mit und ab ins Ziel. Oh. Hm. Level WN7, spiele ich das noch? Ja, loskommen. Das spiele ich noch. Was ist das? Eine Art Endgegner? Ein Stern. Was kann ich mit dem machen? Oh, ist nicht wahr. Hilfe, ich hab Angst. Hm. Okay, das ist ein Endgegner. Scheinbar. Hier drüben gab's erstmal irgendwas. Ein Pilz, den kann man ja sehr gut gebrauchen. Moment. Halt, also hier den großen Pilz will ich jetzt hier schon mitnehmen. Da kenne ich jetzt mal nichts, Leute. So, okay. Und Angriff. Angriff, habe ich gesagt. Los, 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 go, go, go. Na. Och, leck mich doch am Arsch, du komisches Vieh. Oh, Verzeihung. So, jetzt muckt er wieder auf. Vielleicht sollte man sich einfach hier hinten sammeln. Ich glaube, da kann einem nichts passieren, wenn man hier hinten nur so rumhuckt. Oh, das ist da aber auch schon übelst schnell, ja? Oh, das reicht, glaube ich, nicht. Jetzt. Eins. Zwei. Yes! Besiegt. Cool, Endgegner besiegt und jetzt geht's ins World 4. Und da...
Ah, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ah, sieht ja interessant aus. Aber sauer 2-1. Okay, das sehen wir einmal in der nächsten Folge. Ich speichere noch schnell. Ja, und dann sage ich einfach mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.